Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu dieser neuen Let's Play-Reihe Rift. Und ja, mit Warlin und Killer 13. Aber wo ist Killer 13? Ich muss gerade kurz nach mir schauen. Ich war kurz draußen, frische Luft schnappen und wo ist der Killer? Hello. Was machst du da? Alter Schwede! Lass doch mal diese Bürgerin, das gibt's doch nicht. Das ist eine Schneiderin gleichzeitig, die hat mir den Hosenbund, der war ausgeleiert, weil... Ach, stimmt, das ist die Tante. Ja, wenn ihr Probleme mit eurem Reißverschluss habt, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Frau ansprechen, diese Spezialistin in Reparaturen für Reißverschlüsse. Guck mal, er macht, wenn man hinten was hat. Genau, wenn irgendwie Löcher hinten sind, dann ja, ist er zuständig. Holla die Waldfee. Okay, cooles Spiel. Fangen wir direkt mal an. Ah, noch kurze Zwischeninfo. Das, im Vergleich zu den bisherigen Videos werden wir in diesem Spiel uns angewöhnen, am Stück aufzunehmen. Nicht wahr, Killer? Genau. Ja, wir werden hier nicht keine Happy Slapping-Dinger machen, wo wir nur den geilsten Scheiß zusammenschneiden, sondern wir werden den ganzen Scheiß zusammenlassen, auch den schlechten Kram. Wenn jetzt, keine Ahnung, falls ich jetzt sterbe, ist es schon mit drin. Also jetzt im wahren Leben, wenn ich hier vorm PC und sowas. Ja, also wir werden hier nichts rausschneiden. Es ist einfach die volle Packung Affenscheiße. Genau, wir sind jetzt Stufe 1 und bis Stufe 800 dürft ihr dieses Let's Play durchgängig, werdet ihr das sehen. Und okay, labern wir mal hier diese schöne Tante an, die Freistadtwache. Wir werden immer die Zusammenfassung lesen der Quest, weil alles andere ist zu viel. Ich fange einfach mal an. Mhm. Sprecht außerhalb der Freistadt mit Fane Doran, um euren heiligen Dödel zu beginnen. Okay. Okay, annehmen. 12 Silber, hört sich vielversprechend an. Ich will Geld. Ich will Geld verdienen. Die Map ist schon mal, also wir waren schon mal ganz, also wir haben uns das Spiel schon angeguckt, es sieht echt geil aus, die Map und hin und her und die Grafik und alles ist so schön. Wie WoW, nur anders. So, Fane Doran. So, okay. Hat direkt natürlich die nächste Quest dabei. Fane Doran bittet euch arschgraue Schänder nahe der Freistadt beim geheiligten Hügel zu vernichten. Wir kriegen einen schwachen Heiltrank zur Belohnung. Ich werde mit meinem Riesensäbel jetzt ein paar schwache Arschlöcher ficken. Picken wir ein paar Arschlöcher. Das ist natürlich sehr treffend gesagt, mein Freund. Mein Gutsherr. Mein Grutzel. Mein Grutzel. Der Butzgrütze. Ah, ich hab doch so einen Dödel, den ich beschwören kann. Pass mal auf, ich beschwöre noch meinen Hackelschorsch. Damit es richtig abgeht gleich. Genau, Moment, das werde ich jetzt hier kurz noch filmen. Wo ist den Killer? Oh, ich hab ihn schon. Ich hab's noch dabei gehabt. Look at Alter, this. Wie geil. Voll der fette Knochensack. Ich glaube, der ist groß und so. Ich glaube, der macht reichlich Schaden. Reichlich. Reichlich, mein Freund. Also sehr viel, ja? Das Ansturm, Alter, wie abgeht, wieder eskaliert. Der macht schon fett Damage, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Was mir hier auch bei dem Krieger gefällt, dass man hier genau wie bei WoW dieses Anstürmen machen kann, ne? Dass man diese Gegner ansprinten kann von Weitem. Das stunt die auch für eine Sekunde oder so. Das ist echt geiler Scheiß. Wie können wir denn eine Gruppe machen? Wir haben gar keine Gruppe gemacht. Ah, stimmt, fällt mir ein. Warte mal, P, O, was für ein Shortcut war das? Q, W, S, Wir können uns erstmal in die Freundesliste hinzufügen. Hinzufügen... Ich hab dich schon hinzugefügt, Warlin. Ah, hier. In Gruppe einladen. Ha, so geht nämlich ein Schuh draus. Wird haben sein können. So kann man nämlich Schuhe herstellen, aus Knochensäcken. Ich werde dich hier nochmal... Ich glaube, ich muss es separat hinzufügen, ich weiß nicht, warum das so ist. Gruppe? Ne, ich meine, Freundesliste, da reicht es nicht, wenn du mich... Dann siehst du mich zwar in deiner Liste, aber ich dich nicht. Ach so, ja. Okay. Ich bin übrigens auch fertig, ich könnte jetzt schon abgeben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, abgeschlossen. Let's go! Ich lese diese abschließenden Worte vor. Durch die Befreiung der Seelen dieser Leute und die Dezimierung von Aedrixis untoter Hose, Horde, habt ihr die Glorie der Vigile Vaginaltablette gemehrt, Killer. Ja. Okay. Quest. Weiter geht's mit der nächsten Quest. Zusammenfassung: Fane Doran bittet euch, durchwirkte Schwerter am geheiligten Hügel zu sammeln und sie dann zu Sailor Moon Sternfeuer bei Tontix Brunnen zu bringen. Belohnung: geil, eine fette Axt. Und wir können einen Seelenpunkt verteilen. Nehmen wir gleich mal an. Ach genau, das kann man auch noch, ist auch vielleicht noch wichtig zu sagen, wir können, das ist so voreingestellt, dass man die Seelenpunkte automatisch verteilt werden. Genau. Möglichst so gut wie, ja.
Und warum ist mein Zwerg größer, als obwohl ich im wahren Leben viel kleiner? Was ist da los, Wallen? Was ist da passiert? Ah, ich weiß nicht. Man kann ja bei der Charakterstellung, glaube ich, noch Körpergröße minimal einstellen. Da habe ich mich, glaube ich, als kleinstmöglich ausgewählt. Ah, bei mir, ich habe einfach das gelassen. Na, ja, okay. Ne, das macht ja. Ist ja kein Problem. Also nur fürs Protokoll, Wallen ist bestimmt einen halben Kopf größer als ich oder einen ganzen oder vielleicht sogar zwei. Hm. Wallen ist 3 Meter groß oder sowas. Manchmal habe ich Angst. Ja, okay. Ja, das kommt so circa hin. Ich schau mal kurz, wo ist denn der Shortcut nochmal für diese, für die Pimmelwarzen? Ach, Pimmelwarzen auf P. P, ja, super. Ne, ich will die Punkte verteilen. Auf N, auf N. N wie Punkte. Mensch, Wally. Mensch. Dass du das nicht merken kannst. Das kann ja nicht wahr sein, Alter. Ulf? Durchwirkte Schwerter sollen wir sammeln, 4 Stück. Ja. Dann werden wir uns mal diese Aufgabe widmen. Halt die Klappe, du weißt doch, wie man eine Truhe öffnet. Die wollen uns echt jeden. Du kannst die Tutorials ausschalten, wenn du auf diesen Knopf drückst. Wenn du auf Tutorials ausschalten drückst, kannst du sie auch abschalten. Ich habe diesen Knopf noch nicht gefunden, aber wenn ich sehe, dann mache ich es auf jeden Fall. Ja, also wenn du irgendein Tutorial da unten offen hast, ist so eine kleine Checkbox unten links, wo steht Tutorial nicht mehr anzeigen. Ja, System, Social, Aktivitäten, Spieler, Chatbox? Ja, da, also wenn, sobald das nächste Tutorial kommt, kannst du das anklicken. Okay, cool. So, ein Schwert habe ich, jetzt sammle ich gerade das zweite auf. Ja. Plündern. Ja. Ich bin frei. Ich habe meine Frau befreit. Alles jetzt gut, oder? Oh nein. Ein ruchloser Ritter, greife ich mich gerade an, Alter. Ein geruchsloser Ritter. Ich glaube, er ist geruchslos. Just Dirigless. Er ist sogar Stufe 2, ich glaube. Ich hätte mir Sorgen machen. Peng. Oh, danke. Was hat er dabei? Ein durchsichtiges Schwert. Und einen stabilen Waffenrock. Oh, habe ich jetzt von dir was geglaubt? Nee, ich habe den vorhin nicht gesehen. Also wahrscheinlich war er nur für dich sichtbar, dieser Rock. Ach so, stimmt. Das ist ja hier so wie bei Bums. Krieger, Kleriker, Schurke. Ich schmeiß es dir mal her. Guck mal. Ich tausche mal mit dir. Ich will mit dir tauschen. Aber ich habe nur fleckige Klamotten. Ja, du kannst. Ich schenk's dir. Okay. Yeah, bro. I'm gonna go on Handel and then I'm gonna schick you this rüber. Then I press auf Hundle. Hundle. Ich schau das mal kurz an. Erfunden wir das Shit. Okay, ich werd's wahrscheinlich verkaufen, weil das würde mich ins Minus bringen. Willst du es dann nicht lieber verkaufen? Nein, du es ruhig. Okay. Aber dann werde ich später mehr Geld haben und dich auslachen. Vielleicht. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich tot bin. Okay, ich glaube, die Quest müssen wir vorne abgeben, also jetzt nicht mehr zurücklaufen. Das ist echt schön, ja, schön markiert. Also das ist wirklich die Karte, die ganze Gestaltung, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Guck mal, wenn du mit dem Cursor auf die Mine, auf ne, da hingehst, auf den Punkt siehst du sogar die Meteranzahl und wie sie sich verringert. Das ist in Echtzeit. Alter. Ist geil, Alter. Ist geil. So wie im wahren Leben, das ist so in Meter gerechnet, du Heidenei. Das ist mit GPS-Verbindung irgendwie gemacht, glaube ich. Das ist irgendwie mit der NASA verabgesprochen, habe ich gehört. Das ist Sailor Moon, ich geh mal ab. Sailor Moon, ja. Ach Gott, ist die groß. Ich sehe das richtig? Das ist diese große Tante? Naja, diese riesen Braut hier. Warte, ich muss mal ganz kurz bei ihr was gucken. Ja. Ah, Stufe 3. Seelenpunkte 2-mal. So, was haben wir hier zu tun? Sailor Moon Sternfeuer möchte, dass ihr heilige Sphären den Ardenburg-Schrecken in Ardenburg sammelt. Bringt eure Ausbeute dann zu Bruder Yibia. Yibia. Zu Bruder Yippie-Yay. Guck mal, ich guck hier schon nach diesen Sachen, die sie von uns gewollt hat. Ja. Kann's nicht richtig finden, also es ist schon dunkel. was für Sachen? Zeig mal. Ah, hier, ich such grad die Sachen, die wir holen sollen, aber es ist ganz dunkel. Lass mich auch mal kurz gucken. Hallo? Hallo? Okay. Ja. Menschenskinder, dieser Geschmack. Dieser Geschmack. Vorzüglich. Umpeng, Batsch. So, das sind ja hier direkt diese. Das sind ja die Ardenburger Schrecken. Die können wir direkt mal auspeitschen hier mit meinem Riesensäbel. Oh yeah. Ich hab meinen Stab dabei. Kching! Ja, die kriegen schon ordentlich auf die Fresse hier, die Viecher. Also, oder die Waldfee, kann man nicht sagen. Huch, wer rennt denn hier rum? Das ist so ein Dödel, der hier rumrennt und die Leute ärgert. Aber nicht mit mir. Bam, Blitzschlag in den Kopf. Schon geil hier mit den Sachen, also das gefällt mir schon. Ja, ist auf jeden Fall nicht übel, das erinnert sehr viel an WoW auf jeden Fall.
Und ja, ist grafisch nicht übel. Und das, das Schönste an der ganzen Sache, wir werden übrigens den Link in die Videobeschreibung posten, wo man das Game hier runterladen kann. Es geht ganz einfach. Ist auch relativ fix runtergeladen. Ja. Also, so wie man das halt bei. Also, jetzt seit den 5 Minuten oder so, aber jetzt vergleichsweise mit anderen Roleplays geht's einigermaßen. Ja, es ist wirklich, also es ist doch gerade ganz schnell. Vor allem ist es hier auch so wie bei manchen anderen, dass man, wenn man, wir hatten vorhin 12 GB zu laden und wenn man die den ersten Gigabyte hat oder die ersten 500 Megabyte schon, kann man schon spielen und der Rest wird dann einfach währenddessen weitergeladen. Also man kann ganz schnell einsteigen, wirklich. Ist geil. Und das Gute ist, es gibt ja andere Free-to-Play Roleplays und so und dann ist ja wieder dieses übliche kaufbare Vorteile, pipapo. Und hier ist es wirklich überhaupt nicht der Fall. Also laut Hersteller, ich habe mir da so ein Interview angesehen bei YouTube, bevor wir es uns runtergeladen haben. Und da war davon die Rede, dass man hier alles ohne Geld zu 100% bestreiten kann. Also alle Spielinhalte sind verfügbar etc. Das ist echt geil, das freut mich, dass es endlich das mal ist wichtig, ja. Free-to-Play gibt, dass man hier wirklich vollständig im vollen Umfang nutzen kann, ohne dass man sich irgendeine Scheiße dazu kaufen muss. Geil. Da kann ich nur eins sagen, oh yeah, mehr sag ich gar nicht. Oh, falsch geschrieben, egal. Guck mal hier, hier ist dieser Bruder, bei dem wir das abgeben können, die Quetschke. Okay, ich muss hier gerade den letzten killen, dann gebe ich auch gleich ab. Achso, okay. Bruder okay. Pimmel war es, ey. Ich habe hier ganz viele Fetzen der Leere dabei. Ob die wertvoll sind, wird sich später herausstellen beim Händler, wenn ich alles wieder verkaufe. Möglicherweise sind sie leer, diese Fetzen. Verdammt. Lest schon mal vor, was Bruder Jabba da hat, hier zu sagen hat. Ihr habt die Vigile geehrt, Killer. Ein kleiner Teil des Bands bleibt bestehen, solange es Auserwählte gibt, die gegen Regulus kämpfen. Die heiligen Relikte, die ihr geborgen habt, werden es uns schon bald erlauben, gegen die von Adere Rix entfesselte Verderbnis zurückzuschlagen. Wah. Wow. Okay, neue Quest-Zusammenfassung. Bruder Jebia bittet euch, am Altar Baralala zu beten und den todesgebundenen Knecht mit dem Zwergehammer zu vertreiben. Und die Belohnung gefällt mir sehr, denn das ist eine Plattenrüstung. Plus eine Stärke, plus 25 Rüstung. Hört sich gut an? Nehmen wir mal an. Oh, yeah, ich warte am Altar auf dich. Okay, ich bin unterwegs, ich bin sofort da. Und da voll die Gegner auf einmal. Ich komme angeschirmt. What? Oh, fucking voll die Gegners. Jetzt ich bete am Altar der Schniedeligkeit. Okay. La la la. Hallo, ich bin ein Kerzenstummel. Okay, ich glaube, wir haben genug gebetet. Ah, ich sehe es. Ah, die Knechte. Genau, ich sehe gerade so ein Areal in der Minimap markiert. Hier sind wahrscheinlich diese Pimmel, die wir mit diesem Hammer zerlegen müssen, oder? Oh, das geht, ja, das geht richtig gut hier, diese todesgebundenen Knilche-Knechte. Man schießt da so drauf und die sterben. Und dann sterben die. Richtig schön. Die greifen auch gar nicht an irgendwie, die Knilche-Knechte. Ja, die sind sehr passiv. Ja. Ah, guck mal hier. Was musst du da machen? Schnell, das ist scheiße. Du musst es nehmen, mach du Bedarf. Okay. Ich passe. Cool. Cool? Oh. Das heißt, wenn man wertvollen Gegenstand aufhebt, dann wird es auf jeden Fall unter den Gruppenteilnehmern dann ausgewürfelt, wer das bekommt. Und ja. Wenn dann mehrere das gleiche, also wenn wir beide hätten Bedarf gewählt, dann wäre es ausgewürfelt geworden. Genau. Beziehungsweise halt, wenn beide Gier drücken, ja, dann wird's auch ausgewürfelt. Aber Bedarf geht vor Gier und ja, so funktioniert das. Man kann auch passen, glaube ich. Also zumindest in WoW konnte man auch passen. Ja, ich hab gepasst. Hat mal gepasst, wirklich, hat mal gepasst. Na, ah, gucken wir mal kurz hier rein. Ein abgewichster Beutel, ja. Ein verschissener Beutel. Ein Beutel mit Kot drinnen. Ein Beutel. So, da gehen wir mal die Unterschiede. Ein verschissener Beutel, geil. Das wollte ich schon immer mal haben, wisch? Ja, was meint der Bruder? Ich lese es wieder vor. Ha! Ich kann von hier aus hören, wie der Zorn von Harald die Feinde zerschmettert. Ihr habt die Ehre erwiesen, Killer. Nun, da der Ruhm Haralds wiederhergestellt wurde, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Regulus Verderbnis vollständig vertrieben haben. Ah. Okay, die neue Quest von Bruder Jebia. Da gibt es momentan viele Quests. Bruder Jebia bittet euch, die Quellsteinkerne zu stehlen, die die gottlosen Maschinen der Skeptiker im Blutnebelheim antreiben. Bringt sie dann zu Cyril Kalmar in die Tapferkeitsfeste. Nehmen wir mal an. Na, das klingt ja ziemlich übertrieben, was sie da vorher mit uns vorhaben. Also, ob wir das machen, ich weiß es nicht. Na, das muss ich mir noch mal gut überlegen. Also, für die paar Silbermünzen
diesen doch sehr gering gehaltenen Obolus das auf mich zu nehmen. Na gut. Hier sind diese sterben, die Verräter. Hier sind diese seltsamen Steine. Ich werde mal da vorne hingehen, weil du da schon dran bist. Wir sind aus wie Wachen, ne? Skeptiker. Ich könnte wetten, der greift an, wenn ich da jetzt versuche, den Stein. Mit Bay. Beobacht. Oh ja. Er greift an. Okay, los geht's. Oh ja. Du wird jetzt fertig gemacht. Come on, fuck me. Ich habe hier vorher noch übrigens einen Buff erhalten. Haltung des Soldaten. Hält 59 Minuten und. Was macht der? Verursacht einen Schaden um 3% erhöht. Auf jeden Fall auch geil. Schon mal drauf achten, dass der immer aktiv ist. Wo hast du den Buff her, Mensch? Den habe ich jetzt vorhin mal im Level Up bekommen. Alter, wir sind schon Level 4, das geht echt schnell. Alter, wir sind so fix. Wir Alter. Sind so fix. Ich glaube, wenn man eine Duftpause ist, spiel gleich durchgespielt, wäsch. Zack, Level 80, fuck. Beziehungsweise, wie hoch kann man denn hier gehen? Ja, ist natürlich die Frage der Fragen. 60? Wie es früher bei WoW war? Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Also, wir sind jetzt hier noch ziemlich neu. Wir haben so gut wie kein Hintergrundwissen über das Game hier. Wir haben einfach drauf losgestartet. Vorhin kurz rumgehüpft in der Start-Area und geguckt, genau, wie die Umgebung aussieht. Aber das war es auch schon wieder. Und ja, aber es ist fast alles, also wirklich sehr, sehr große Ähnlichkeit mit WoW, was so die Handhabung angeht. Ist cool. Genau, wer WoW schon gespielt hat und damit klarkommt, der kommt auch hiermit klar.